Herzlich willkommen. Wir befinden uns gerade in einem Buchenwald, der von der letzten Eiszeit vor 15.000 Jahren stark geprägt ist. Diese Prägung durch die Eiszeit ist gut durch die hügelige Landschaft und die vielen Senken, in denen sich Moore ausgebildet haben, zu erkennen. Und auf eines dieser Moore werfen wir heute einen ganz genauen Blick. Wir sind hier nicht alleine. Mit uns an diesem tollen Ort sind zwei Moorforscher der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr uns heute bei der Forschung um Moor begleitet. Dabei ist mein lieber Kollege Franz Wenzel. Und mein lieber Kollege Paul Mosebach. Und wir zeigen euch heute, was wir im Moor machen. Ob es die beiden Moorforscher wohl trockenen Fußes auf die andere Seite schaffen? Und das entscheidende Element im Moor ist eben das Wasser. Und wir befinden uns hier in dieser Senkenlage, sodass also schön von den Rändern her das Wasser hier einfließen kann, sich sammelt und die organische Substanz, die von den Pflanzen gebildet wird, eben konserviert wird, nicht zersetzt wird, so wie wir das zum Beispiel von den Komposthaufen im Garten kennen. Und so hat sich eben über die letzten Jahrtausende wirklich eine sehr mächtige Torfschicht entwickelt. Paul hat schon die Pflanzen in Mooren angesprochen. Pflanzen in Mooren sind sehr spezialisiert auf die extremen Lebensbedingungen. Zum Beispiel die hohen Wasserstände, die pH-Werte, die zum Teil sehr sauer sind, die Nährstoffversorgung, die sehr gering ist. Es kommen sehr spezialisierte Arten vor. Und wir haben hier schon ein paar schöne Arten gefunden, zum Beispiel das Torfmoos, was sehr zum Torfwachstum auf manchen Mooren beiträgt. Eine andere Art, zum Beispiel die Moorbirke, ein Gehölz, ist auch spezialisiert auf den Lebensraum Moor. Und nun würde ich sagen, gucken wir mal, was wir noch für spannende Arten hier finden. Mensch Franz, pass auf, dass du nicht stolperst. Ja, das sagst du was. Denn das Wollgras, was hier überall wächst, das hat solche Bulte gebildet, wie wir dazu sagen. Toll, schön, ja, stimmt. Ach, und guck hier dazwischen, toll. Moosbeere. Ah ja, Tatsache. Schön. Hier auch. Schön. Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Hier vorne auch der Sumpfborst. Ah ja, schön. Genau so eine typische Pflanze für den Lebensraum. Oh, und wie die immer duftet. Ja, herrlich. Und es sind halt auch echt halt so viele Arten, die halt auch gefährdet sind, einfach auch in Deutschland, so, die auf Mooren vorkommen. Ja. Schön. Apropos gefährdet, aber die Bäume hier, die sehen schon ganz schön kränklich aus. Was meinst du? Ja, ich denke, das ist einfach auch so mit den Nährstoffverhältnissen, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, auch viel zu tun hat, dass die Standorte einfach nicht so kräftig sind und dementsprechend die Bäume halt auch eher kleiner sind. Spezielle Pflanzen einfach, ja. Ja. Schön. Franz und Paul kennen sich wirklich gut mit den Pflanzen im Moor aus. Die Vegetation zu analysieren macht auch einen großen Teil ihrer Arbeit aus. Einen zweiten großen Teil ihrer Feldforschung zeigen sie uns jetzt. Genau, und wir haben jetzt gesehen, was auf dem Moor steht, was sich an der Oberfläche befindet. Da ist natürlich wichtig, wenn wir das Moor erforschen wollen, erstmal zu erfassen, welche Pflanzen dort vorkommen. Aber natürlich wollen wir auch mal in den Moorkörper hineinschauen. Und wir sind hier mit der Golftasche in das Moor marschiert, aber wie ihr euch vorstellen könnt, wollen wir nicht Golf spielen, sondern damit haben wir unser Bohrwerkzeug transportiert. In dem Fall so eine sogenannte Moorklappsonde. Die wird also in den Boden reingedrückt und anschließend gedreht. Und mit dieser Klappe, die sich dann mitdreht, wird dann eben ein Teil des Torfs in der Moorklappsonde festgehalten. Und wenn wir diese dann wieder hinausziehen und die Klappe zurückdrehen, sehen wir dann schön den Bohrkern und können analysieren, welcher Torf sich
denn im Untergrund befindet. Und je nach Tiefe können wir dann natürlich die Moorklappsonde auch entsprechend verlängern und mal schauen, wie viel Stangen wir hier bei dem Moor brauchen. Schön nass hier. Super. Ja, der erste Teil wird immer mit dem Spaten rausgehoben, bevor wir dann mit dem Ohrklappsonde rangehen. Alles gut noch wurzelt hier. Ah ja. Na, schön. Super. Schön. Bis oben hin echt noch richtig gut erhaltene, kaum zersetzte Torfe. Ja. Was dafür spricht, dass schon langfristig irgendwie hohe Wasserstände aktuell auch sind, wie man sehen kann. Und dann gucken wir mal, was wir drunter noch sehen, was wir noch finden Schönes. Los geht's! Jetzt beginnen die beiden mit der Moorklappsonde eine erste Bodenprobe aus dem Moor herauszuholen. Um die Bodenproben später genauer untersuchen zu können, werden sie auf die weiße Plane gelegt. So werden Unterschiede und Merkmale der Bodenproben gut sichtbar und können von den beiden Wissenschaftlern dokumentiert werden. Wie ihr sehen könnt, wird die Bodenprobe auf der weißen Plane immer länger und länger. Das bedeutet, dass Paul und Franz hier ganz schön tief bohren können. Was auch ganz schön anstrengend werden kann. Denn je tiefer es wird, desto schwieriger wird es, die Sonde zu drehen und wieder herauszuziehen. Doch gemeinsam schaffen sie es. Und das Ergebnis lohnt sich. Eine meterlange Bodenprobe liegt nun vor den beiden Wissenschaftlern und wartet darauf, untersucht zu werden. Für die Untersuchung gibt es einen Auswertungsbogen, nachdem die beiden Schritt für Schritt die Probe analysieren und natürlich messen, wie lang sie ist. Denn die Länge der Probe entspricht der Tiefe, wie weit sie mit der Moorklappsonde in den Boden bohren konnten. Ja, wir haben jetzt unsere Daten im Kasten, haben unseren Feldbogen hier im Gelände ausgefüllt, haben ein paar echt schöne Torfe gefunden, sind bis 7,70 Meter tief gekommen. Genau, was total beeindruckend ist, wenn man sich vorstellt, dass ein Moor ca. 1 mm pro Jahr wächst, kann man sich vorstellen, wie alt das Moor ist. Und was hier auch ganz besonders toll ist, dass wir hier so einen helleren Bereich gefunden haben. Das ist dieses Lacher Seetuffband. Ne? Also in der Eifel ist vor vielen tausend Jahren ein Vulkan ausgebrochen und die Asche, die hat sich hier auf dieses Moor gelegt. Und so kann man also anhand dieses hellen Flecks ganz gut einschätzen, dass das Moor eben schon sehr alt sein muss. Das ist eine schöne Zeitmarke, könnte man sagen. Ja, und dann würde ich sagen, zeigen wir euch nochmal ein paar schöne Torfe, die wir hier gefunden haben. Ja, und hier jetzt bei circa 4 Meter haben wir tolle Torfmoostorfe gefunden. Wir haben euch vorhin schon mal die torfbildende Pflanze davon gezeigt. Das ist das Torfmoos. Und die ist in der Schicht konserviert. Genau, und wenn wir uns jetzt den Bohrkern weiter anschauen, finden wir eben auch noch andere Torfarten. Schilftorf ist dabei, Seggentorf, Fieberkleesamen haben wir gefunden, sodass man eben wirklich in unterschiedlichen Schichten unterschiedliche Torfarten entdeckt und so auch die Bildungsbedingungen, also die Umweltbedingungen, die jeweils vorgeherrscht haben, gut rekonstruieren kann. Mhm. Ja, und wie ihr jetzt gesehen habt, Moorforschung ist harte Arbeit, macht dreckig, aber auch ganz viel Spaß. Genau, und mit den erhobenen Daten geht es anschließend ins Büro zur Auswertung. Franz und Paul wollen bei diesem herrlichen Wetter allerdings noch nicht an den Computer.
Sie nehmen uns mit in ein weiteres spannendes Moor. Ja, und genauso wie es eine große Vielfalt, also eine Diversität von Tier- und Pflanzenarten in den Mooren gibt, gibt es natürlich auch eine große Diversität von Moortypen an sich. Und jetzt stehen wir mal vor einem anderen Moortyp im Vergleich zu dem, den wir uns gerade genauer angeschaut haben. Wir sehen hier also große offene Wasserflächen, Großseggenriede, Schilfbestände haben wir dort hinten. Außerdem wachsen hier viele Erlen, die zum Großteil auch schon abgestorben sind aufgrund gestiegener Wasserstände. Ja, in dieser Fläche kann man sehr schön sehen, dass Moore Übergang zwischen Land und Wasser sind. Ich hoffe, wir konnten euch heute einen schönen Einblick in die Moorforschung geben und euch für den Lebensraum Moor begeistern. Wow! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe sehr viel über die Moorforschung der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde gelernt und hoffe, ganz bald selbst ein Moor erleben zu dürfen.